Guten Morgen, es ist kurz vor 9 und wir wollen um 9 hier los, denn wir sollen zu meiner Familie, also von meinem Papa, der Cousin, der wohnt hier in Aachen und da wollen wir dann frühstücken. Und wir können nicht so lange da bleiben, weil wir um 11 Uhr in Urlaub sollen und wir müssen auch noch Schlüsselübergabe machen. Genauso wie wir hier gerade alles ausräumen und es ist irgendwie draußen richtig, richtig kalt. Ich habe mich schon umgezogen, warme Sachen. Und ja. Das steht jetzt an, alles ins Auto räumen, Schlüssel abgeben und losfahren. Wir haben nun alles sauber gemacht. Ordentlich. Wir wissen nur nicht, wie das Licht ausgeht. Das ging von alleine an und ist jetzt an und geht nicht mehr aus. Und boah. Ist alles so leer. Ich möchte nicht gehen. Das ist so schön hier. Es ist so, so kalt. Ich habe eine dicke Bomberjacke an, Pulli. Oh. Und trotzdem ist es noch kalt draußen. Ich bin mal gespannt, es soll nachher wieder wärmer werden, aber heute Nachmittag soll das regnen. Hoffe ich einfach mal nicht. Denn ich habe eigentlich keine Lust, nochmal nass zu werden. Wir sind auch schon wieder ein bisschen spät. Es ist 8:55 und eigentlich wollten wir um 9 los, damit wir um 9:30 da sind. Also wir fahren auch nur 20 Minuten hin von hier. Nur, wir müssen auch noch die Schlüssel abgeben. Das dauert ja auch noch mal 5 Minuten. Deswegen, ja. Aber das Einzige, was hier noch steht, ist meine Tasche. Und das war's dann. Hier ist P13. P5 ist besetzt. P13, aber wo ist denn P13? Das ist wieder Willst du mein unser. Portemonnaie nehmen, ja? Gott. Wir stehen hier gerade. Wir wissen nicht, ob wir hier parken dürfen. Aber andere parken hier halt auch. Und da sind gerade auch welche von uns hin. I don't know. Aber eigentlich ist ja auch Sonntag, also kann es ja nicht so wild sein. Weil der eine Parkplatz war schon wieder zu und im Internet steht, ach, da ist frei und hier ist voll besetzt. Ja, nur es soll nachher regnen und wenn wir wieder so weit zum Auto laufen müssen, wäre das echt scheiße. Weil wir dann ja nach Hause fahren und nicht mehr duschen können und es richtig kalt ist. Wir haben doch nochmal umgeparkt und sind jetzt bei Bauhaus. Und parken hier. Aber hier wird es auch langsam voll. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, von hier ist es gar nicht so weit. Das heißt, wenn es nachher regnet, werden wir nicht allzu nass. Das hat schon mal was. Es regnet aber nicht. Habe ich beschlossen. Erst on the 8 penalties, 82.2 seconds. Er gewann mit der Schweizer Equipe hier die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften hier in Aachen 2005. Meine Damen und Herren, im Sattel sitzt eine Reiterin, die mit 3 Siege bei 2 Major-Turnieren hat, nämlich Aachen 2005 und 2005 und 2006. Sie ist aus Deutschland, Germany. Das ist die Mannschaft Welt- und Europameisterin Jana Friederike Meyer-Zimmermann, Deutschland. Kriegst du gar nicht mit, ne? Zuhören tust du auch nicht. Bin ich schon die ganze Zeit. Rede mit dir. So, wir sind jetzt schon auf dem Rückweg
Denn es fing gerade richtig an zu regnen einmal. Wir wurden echt nass. Und es ist kalt. Da wir nur Stehplatzkarten bekommen haben für heute, ist es halt super doof. Wir laufen jetzt zum Auto. Und dann fahren wir schon los. Und es fängt schon wieder an. Es soll auch noch doller werden. Da lohnt sich das irgendwie auch nicht. Da man sowieso nicht allzu gut sieht, was halt schade ist. Aber es gibt auch noch was anderes, was sich geändert hat. Deswegen müssen wir jetzt auch los. Also wir werden sicher noch eine Stunde warten können, aber in der Stunde passiert ja auch nicht allzu viel. Je früher, desto besser. ja, aber was verrate ich noch nicht? Das seht ihr später. Ja, das weiß nur du. Fängt schon wieder an zu regnen und wir müssen uns beeilen. Ich meine, wir stehen nicht allzu weit weg. Aber wir werden locker noch mal richtig nass. Wir haben übrigens das Springen geguckt. Und jetzt, glaube ich, der Umlauf. Also wir haben nur das Springen geschaut. Was ein bisschen schade ist. Aber Laura Klapphacke war null. Das hat mich so gefreut für sie. Ich habe sie schon beim Hamburger Derby gesehen und sie rettet echt gut. Und gerade als junge Reiterin ist es natürlich heftig, wenn du mit einem Pferd da richtig gut dran bist und so. Auch ein Ziel von Cisco und mir oder mehr von mir. Von Cisco weiß ich nicht. Hoffentlich wird das auch mal. Cisco kann das auf alle Fälle. Man muss ja auch ein Tempo drauf haben, um über die Ampel zu kommen. Guck, schon vorbei. This is good. Wir haben gerade Pause gemacht, Esspause und Pieschpause. War ganz wichtig. Jetzt trinke ich noch was, weil ich generell das ganze Wochenende zu wenig getrunken habe. Und ich schon wieder Kopfschmerzen bekomme. Und das ist nicht gut. Irgendwas haben? Achso. Wichtig! Sehr wichtig, sonst überlebe ich nicht. Ja. Ich sehe ranzig aus, weil ich so fertig bin vom Autofahren. Hey. Siehst du mal ranzig aus? Gar nicht! Wer wissen will, wohin wir gerade fahren, der muss im nächsten Vlog vorbeischauen. Da wird das Geheimnis gelöst. Yay!